Hallo Lieben und herzlich Willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich möchte euch heute meine Vorbestellung zeigen aus dem neuen Hauptkatalog. Und ich habe so lange auf dieses Paket gewartet, das war jetzt echt der Wahnsinn. Ich habe eigentlich schon gehofft, dass es am Freitag kommt. Dann bekam ich eine Meldung, dass es am Samstag kommt und am Samstag war ich total aufgeregt. Und dann kam die Post und ist einfach bei uns vorbeigefahren. Und da bin ich hinterher gerannt, weil ich mir gedacht habe, was ist da los? Die hat mich vergessen. Dann sagt sie, sie hat kein Paket für mich. Wow, dann habe ich gedacht, vielleicht kommt es dann am Montag und heute ist tatsächlich Dienstag und jetzt habe ich es endlich und ich freue mich total darauf. Ich zeige euch jetzt meine ganzen neuen Sachen und ganz minimal habe ich schon ein paar Sachen ausprobiert, das zeige ich euch auch. Viel Spaß mit diesem Video. Der erste Teil meiner Bestellung sind noch alte Sachen oder Sachen, die entweder auslaufen aus dem Katalog. Ich habe mir nochmal 3 Hintergrundstempel bestellt, weil ich die eigentlich so schön fand. Die fand ich ganz toll für unser neues Stempelset, das ich euch gleich zeige. Setzt die Segel. Und dann noch 2 Holz-Hintergrundstempel, weil ich einfach Holzfan bin und mein Designerpapier mit dem Holzdekor ja leider ausläuft. Und wenn ich dann von irgendwann mal keins mehr habe, dann möchte ich mir mein eigenes Designerpapier mit den Hintergrundstempeln machen. Deswegen haben die noch rein müssen in meine Bestellung. Und dann die facettierten Glitzersteine, also die Glitzersteine, die so schön facettenreich glänzen, habe ich mir noch bestellt für die Gänseblümchen, beziehungsweise für mich sind es eigentlich eher Gerbera, aber das zeige ich euch in einem anderen Video. Sehr neues Stempelset. Und ich habe mir bestellt Blütenrosa in hell und dunkel. Das ist für die Magnolien vor allem, das seht ihr auch gleich, das habe ich schon ausprobiert. Genau, also das sind die Sachen, die entweder schon weg sind, noch zum Erhalten sind oder einfach aus dem alten Katalog sind oder eben ein Basismaterial dabei sind. Und jetzt kommen wir zu den neuen Sachen. Und hier habe ich mir von den InColor-Farben 2 Stück bestellt. Einmal Pfauengrün, das ist diese Farbe hier. Und die ist ehrlich gesagt gar nicht grün, sondern viel mehr blau in meinen Augen. Aber wunderschön. Zeige ich euch gleich Stempelabdrücke, wie die rauskommen. Habe ich nämlich auch schon ausprobiert. Und Ziegelrot ist die zweite Farbe. Ich habe mir nur 2 InColor bestellt. Ich mache das immer so, dass ich nur die Sachen bestelle, die mir jetzt wirklich gut gefallen und die ich auch gebrauchen kann und die ich einsetze. Ich werde mir einfach nicht alles kaufen, was es gibt. Das ist einfach viel zu viel und das muss natürlich auch, ja, keine Ahnung, der Geldbeutel hergeben und auch muss es einem natürlich auch gefallen, also ganz klar. Und genau, also das ist jetzt mal die InColor Kollektion, die ich habe. Und jetzt zeige ich euch mal die Stempelabdrücke, die ich gemacht habe. Mit dem Stempelset setzt die Segel. Das ist wirklich total schön. Da habe ich mir auch dazu bestellt die passenden Stanzformen. Achtung, die heißen jetzt nur noch Stanzformen, nicht mehr Framelits und Thinlits und Edgelets, sondern nur noch Stanzformen, also viel einfacher. Die sind auch neu, die haben eine neue Hülle. Und dieser Kleber, der da drauf ist, auf diesen Bögen, die eben diese Stanzteile festhalten, der ist nicht mehr so stark, zum Glück. Also der war ja vorher wirklich extrem stark und manchmal hat man die Dinger fast nicht runterbekommen und jetzt ist es wirklich viel besser. Die Hüllen sind, glaube ich, auch ein bisschen größer und durchsichtig und sind eigentlich echt schön, fühlen sich irgendwie auch gut an. Und diese beiden Sachen gehören zusammen. Was ich noch vom Onstage habe, ist ein Band, das da auch dazu gehört. Das zeige ich euch so, ich habe nicht mehr als das. Aber das gehört zu der Produktreihe dazu. Und mit diesem Stempelset, also vor allem finde ich die Sprüche unheimlich schön und der Leuchtturm hat es mir total angetan. Also ich bin ja eh ein Leuchtturm-Fan, aber ich glaube, ich wäre gar nicht unbedingt auf das Stempelset gekommen, wenn ich nicht im Onstage damit gearbeitet hätte. Das finde ich total toll. Und ich habe jetzt für euch ein paar Sachen schon mal aufgestempelt. Jetzt mal nur probehalber und auch ausgestanzt, das zeige ich euch gleich. Und ich möchte euch jetzt erstmal die InColor-Farben da ein bisschen mehr zeigen, also wie das dann aussieht, wenn das aufgestempelt ist. Finde ich von der Farbe wirklich, also ich finde die Farben total toll. Die gefallen mir richtig gut und insgesamt ist das Stempelset einfach total schön, weil das wirkt unglaublich realistisch. Dieser Leuchtturm, der ist wirklich bombastisch. Und auch zum Beispiel die Seile sind total schön. Und was ich ganz besonders schön finde, sind die kleinen Vögel, Möwen und auch die Sprüche sind sehr, sehr schön. Nicht nur vom Text, sondern auch, ich zeige euch jetzt mal noch ein paar Teile.
auch vom Aufstempeln und Ausstanzen. Also ich habe jetzt hier mit den neuen Stanzformen gearbeitet. Die gehen eben genauso wie die alten Stanzformen. Das sage ich euch auch gleich noch was dazu. Wieder hier was Umsticktes. Und hier nochmal der Spruch. Also ihr seht auch die Schrift, die ist nicht, ich hoffe, das erkennt man im Video, das ist nicht total platt aufgestempelt, sondern da sind immer noch so kleine Lücken im Text sozusagen, wo man dann, ja, wo das einfach noch diesen tollen Charakter bekommt. Und auch die Schrift ist generell unheimlich schön. Dieses Teil hier zum Beispiel hat auch so eine, das ist total flach, aber das schaut irgendwie 3D-mäßig aus. Also ist ganz cool gestanzt und geprägt in einem. Und wenn wir bei den Stanzformen sind, habe ich hier auch noch den Knoten einmal ausgestanzt und mir fällt der Name nicht ein, ihr wisst, was es ist. genau, diese beiden Teile noch ausgestanzt, die sind auch geprägt und gestanzt und die sind auch total schön. Also ich bin wirklich begeistert. Das Neue an den Stanzformen sind die Rahmen, wie das ausgestanzt wird. Man legt sich das genauso auf wie vorher, nur man sieht dann keinen weißen Rahmen mehr, wenn man die Stanzform aufs Papier auflegt. Das kann ich euch jetzt auch mal zeigen, hier am Leuchtturm. Also wenn ich mir das jetzt hier auflege, habe ich keinen weißen Rahmen, den ich sehe. Aber wenn ich es dann ausgestanzt habe, habe ich wieder einen weißen Rahmen außenrum, einen kleinen. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Also das ist der Unterschied, man sieht jetzt keinen weißen Rahmen mehr, wenn man sie auflegt, die Stanzformen, bevor man sie durchkurbelt. Aber man hat, wenn man sie dann rausnimmt aus der Stanzmaschine, eben doch einen weißen Rahmen außenrum. Und das liegt daran, dass hier innen eben noch eine Kante ist. Genau, soviel zum Thema neue Stanzformen. Und zu diesem wunderschönen Set. Wie gesagt, da gibt es auch noch kleine Teile dazu. Ich habe nicht alles bestellt, habe ich ja schon gesagt, weil ich finde auch, man kann das ganz toll als Deko nehmen oder ja. Also, genau. Für mich reicht das jetzt erstmal so. Und also das ist ein wunderschönes Set, finde ich ganz toll. Die nächste Produktreihe ist dieser Magnoliengruß und die Magnolien, die haben es mir unheimlich angetan. Ich habe noch ein altes Stempelset mit einer Magnolie und mit dem habe ich jetzt einen ganzen Stapel Karten schon mal vorproduziert und eine Box. Und ich werde euch das zeigen, wenn ich euch die Magnolienkarte zeige, die ich dann mit dem neuen Set bastel, weil ich da total inspiriert war. Also ich habe das gesehen auf dem Onstage und auch im Katalog und ich war so begeistert und finde die so schön. Und deswegen habe ich dann gleich versucht, wie man unterschiedlich die kolorieren kann und so. Und ja, die ist doch wunderschön, oder? Also da braucht man immer viel dazu sagen. Ja, also es ist ein ganz, ganz tolles Stempelset. Es sind auch unheimlich schöne Sprüche drin. Bin ich ganz im Bild? Entschuldigung, jetzt. Was ich auch total cool finde, ist dieser Stempel da unten. Also da gibt es auch eine Stanzform dazu. Hier unten so eine wellige. Und, oh, das ist echt schön. Also da freue ich mich total drauf, mit dem zum Basteln. Und dazu gibt es auch einen Doppelpack Bänder. Ich habe jetzt auch nur eben den Abschnitt vom Onstage noch. Die habe ich mir nochmal nachbestellt. Die habe ich jetzt noch nicht dabei in der Bestellung, aber weil ich dieses olivgrüne Band, mit dem kann ich richtig viel anfangen da. Und das ist eben so ein Kombi-Bug mit dünnem Band und dickerem Band und das gehört dazu, zu dieser Produktreihe. Und natürlich auch die wunderschönen neuen Stanzformen. Und die haben es, glaube ich, in sich. Also ich wollte sie eigentlich jetzt vor dem Video noch ausprobieren, aber ich habe es jetzt nicht mehr geschafft. Und ich habe jetzt eben nur die große Blüte ausgestanzt, aber hier gibt es auch eine ganz feine Blüte. Dann kann man mit mehreren Elementen eine größere Blüte machen, zum Beispiel als Tischdeko oder so. Die Innenteile von der Blüte hat man, schöne Blätter hat man, also es ist wirklich toll. Ich freue mich voll auf dieses Set und auch auf diese Stanze da unten da. Ich glaube, ich habe auch schon eine Idee dazu. Genau, das ist der Magnoliengruß. Ich hoffe, ich vergesse nichts, gell? Weil bei mir ist ja wieder... Ah, halt doch, da brauche ich nochmal was dazu, ne? Eigentlich gibt es da ein tolles Designerpapier dazu. Aber ich habe ja schon so viel Designerpapier, dass ich mir gedacht habe, komm, muss ich entscheiden, entweder Designerpapier oder diese Memories and More Karten. Und die Memories and More Karten, die sind eben ähnlich wie das Designerpapier vom Design, oder auch zum Teil gleich, glaube ich, und haben aber einfach noch verschiedene Größen und haben noch dieses tolle, seht ihr, das ist so halb transparentes Papier drinnen.
mal ein bisschen auf die Seite, dass ihr das schon sehen könnt. Ich zeige euch das gescheit, gell? So viel Zeit muss sein. Also, dieses halbtransparente Papier, das finde ich unglaublich schön und das kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Vielleicht kann man das auch kolorieren, das werde ich ausprobieren. In verschiedenen Designs und Looks. Mit Blättern. Und mit Blüten. Und ich liebe Magnolien, die sind wirklich wunderschön. Und so hat man einfach eine riesengroße Auswahl und kann sich auch entscheiden, welche Seite man besser findet. Oder ja, man muss es ja nicht unbedingt für eine Karte nutzen, sondern man kann es auch mal als anderen Anlass benutzen. Also es ist echt, ich mag das voll gern und ich wollte es unbedingt ausprobieren. Und jetzt zeige ich euch einfach immer mal Vorder- und Rückseite. Es ist leider in Englisch, aber man kann jetzt da zum Beispiel, wenn einem das jetzt nicht zuspricht, dann kann man natürlich da auch was drüber basteln und das einfach als Hintergrund von der Karte verwenden. Und den Spruch dann mit was anderem überdecken. Ja, so schön. Oh, ist toll. Und da sind dann auch zum Beispiel, wie man hier sieht, so Elemente drin, die kann man jetzt abziehen und aufkleben. Und kann die noch auf eine Karte bauen oder... Eigentlich sind die natürlich für diese kleinen Ordner und Einschubfächer. Schön. Ich finde das toll. Ich mag sowas unheimlich gern. Und ich freue mich da richtig drüber. Ich finde, das ist noch ein bisschen spannender als das Designerpapier. Da ist jetzt zum Beispiel hier auch so Elemente wieder drin zum Aufkleben. Ups. Noch zwei Bögen. Und dann gibt es das Ganze eben noch ein kleiner. Ich zeige euch alles. Ihr müsst euch heute die Zeit nehmen für mich. Ich mache immer Rückseite und Vorderseite. Ah, ich habe auch mal ein cooles Mini-Album gemacht, wo wir auch diese Karten verwendet haben. Das war auch sehr cool. Vielleicht kann ich ja das für das auch benutzen und euch dann zeigen. Also mal gucken. Da gibt es auf jeden Fall 1000 Ideen. Happy Birthday, schau, da muss man schon nichts mehr stempeln. Die Rückseite ist auch sehr schön. Und dann noch diese beiden. Und dann hat man nochmal Karten. Die sind gleich groß. You and me zur Hochzeit. Schön. Love this. Ja, wirklich. Also das ist toll. Wirklich auch für kleine Mini-Albums. Auch auf der Rückseite öfter mal schlicht gehalten. Das ist natürlich auch schön. Also mit einer Seite kann man mindestens immer was anfangen. Und man hat zum Glück zwei, dass man sich nicht entscheiden muss. Das ist auch sehr schön. Ja. Also das ist dieses Memories and More Kartenset. Und ich habe mich eben dazu entschieden, dass ich mir das gönne und nicht das Designerpapier. Dann habe ich mir bestellt noch was dazu gehört, auch zu den Magnolien. Die Magnolien haben es mir total angetan. Und zwar ist das noch so ein Kartenset, das gehört da eigentlich auch dazu. Und das besteht aus diesen drei Teilen. Das ist der ganze Stapel. Da sind drinnen 20 Karten. Und ihr habt dann diese drei Elemente drinnen. Einmal die Karte an sich. Die ist relativ dünn. Ist ziemlich dünn. Also da muss man schon noch ein bisschen was drauf basteln, dass die mehr Stabilität hat. Und ich würde auch einen Inneneinleger reinmachen. Die hat aber schon so einen wunderschönen Rahmen in Silber. Passend dazu das Kuvert. Das ist auch sehr schön. Das kann man toll bestempeln. Da ist im Katalog auch ein Beispiel mit der großen Magnolie. Wenn ich sie jetzt mal nochmal hinlege, dann seht ihr das auch. Also das passt da echt, das ist ein großes Kuvert, das passt da richtig schön drauf. Übrigens, wenn ihr die Magnolie stempelt, braucht ihr einen ziemlich großen Stempelblock. Ich blende euch jetzt ein, welche Größe ihr da braucht. Unterschätzt, das darf man nicht unterschätzen. Wenn man das sich kauft, dann braucht man einen größeren Stempelblock als normalerweise, denke ich. Also, als man standardmäßig dabei hat. Oder ich sag mal, ich arbeite zum Beispiel eigentlich viel mit kleineren Stempelblöcken und für die Magnolie braucht man aber schon größeren. Und dann hat man eben noch so einen Einleger und kann das dann hier innen ins Kuvert reinmachen. Dann schaut es gleich noch viel schöner aus. Kann man kleben, aber ich glaube, das muss man gar nicht unbedingt.
Genau, dann hat man quasi schon das Grundset für eine schöne Karte. Und das sieht schon mal ganz gut aus, oder? Also können wir ja so schon fast weitergeben. Okay, ich glaube, das war es jetzt zu den Magnolien. Genau, dann kommen wir zum nächsten Set, das ich mir gegönnt habe. Und zwar ist das Frei wie ein Vogel. Auch hier, also da war für mich gleich total klar, dass ich auf jeden Fall die Tanzformen brauche. Die finde ich total schön. Die nennen sich raffiniert bestickte Rahmen. Die haben wieder dieses, ich tue mal eins raus, diesen Rahmen, der innen und außen bestickt ist. Man kann also beide Abdrücke verwenden. Da habe ich euch schon eine Karte gezeigt mit den bestickten Rechtecken zum Muttertag. Das kann ich euch mal oben einblenden, dann seht ihr auch, wie das aussieht, wenn man beides ausstanzt. Kann man eben beide verwenden, das ist toll. Und das finde ich unglaublich schön. Das ist eine schöne Form und tolle Größen auch. Und dann passt natürlich das wunderschöne Stempelset auch dazu. Mit den schönen Vögelchen und auch mit den Kirschblüten. Oder mit den, ich denke, es sind Kirschblüten, oder? Also ich finde die total schön. Genau. Habe ich mir schon sortiert. Und ja, ist wirklich sehr schön. Hat auch eine schöne Schrift und kann man toll kolorieren. Ich bin jetzt ziemlicher Fan von den Blends geworden, weil ich das ja jetzt langsam ein bisschen kann. Oder ausprobiert habe auch. Es ist gar nicht so schwer. Und ja, deswegen voll schön. Okay. Also ich glaube, ich bin schon ziemlich weit. Zu diesem Frei wie ein Vogel gehört dieses Spitzenband, das habe ich auch noch vom Onstage. Ich habe alles aufgehoben, was ich euch zeigen kann. Und ja, die anderen neuen Sachen, die habe ich euch schon gezeigt. Zum Beispiel haben wir diese tolle Stanze bekommen, zeitloses Etikett. Das gehört zusammen zu dem wundervollen Mosaikpapier. Ich blende euch auch das Video ein, wo ihr nochmal nachschauen könnt, da habe ich euch meine allerersten Produkte vom Onstage gezeigt. Das Gänseblümchenglück, davon habe ich schon gesprochen. Für mich ist es eher eine Gerbera. Wenn man es aufstempelt, sieht es sehr schön aus. Da kommt ein Video von mir, aber erst Ende des Monats. Und wenn die Worte fehlen, das habe ich gelost. Auch dazu habe ich was gemacht, habe ich eine Idee gehabt für meinen Spruch. Dafür gibt es keine richtige Karte. Den fand ich nämlich ziemlich schwierig und da habe ich was anderes draus gemacht. Das zeige ich euch dann, wenn das Magnolien-Video kommt. Und zu dieser Stanze, die ist einfach wunderschön, heißt Dauerblüter, Blüher. Da kann ich euch auch schon was zeigen, da habe ich auch schon gebastelt damit. Und zwar gibt es dazu auch ein Stempelset. Und ich habe das Ganze aber ohne das Stempelset gemacht. Und da werde ich euch auch noch ein Video zu dieser Box aufnehmen, wie die funktioniert. Und da habe ich eben mit dieser Stanzform gearbeitet. Also das ist wirklich toll. Und was ich jetzt noch vergessen habe, euch zu zeigen. Es gibt noch Papier. Ihr seht es auf diesem Projekt. Das ist ganz feines Papier. Das nennt sich Farbkarton-Pergament Florale Träume. Diese drei Farben sind drinnen. Das ist Blütenrosa. Ich hoffe, die Farben stehen drauf. Nein. Dann würde ich sagen, es könnte Olivgrün sein und Safrangelb. Das ist ganz feines Pergament, das so durchsichtig ist, auch wieder ein bisschen. Und das ist echt total schön. Und das, ja, auf das freue ich mich auch. Mit dem will ich auch ganz, ja, gerade für Blüten oder so ist das wirklich total schön. Wie man hier sehen kann, das ist einfach fein und elegant und schimmert schön durch. Also es ist toll. Das gefällt mir voll gut und das ist nämlich auch perfekt mit der Stanze kombinierbar. Und was ich noch vergessen habe, ich habe noch was bestellt. Das war noch im Karton. Und zwar ist das wieder zum Magnoliengruß. Gehören noch diese Kork-Accessoires. Und ja, ich glaube, die kommen auch ganz toll auf Karten rüber. Ich glaube, man kann die bestempeln und vielleicht auch embossen. Muss ich mal ausprobieren. Oder auch vielleicht sogar mit Aquarellstiften bemalen. Also da werde ich ein bisschen rumprobieren und werde euch dann sagen, wie das so funktioniert. Die fand ich auch sehr schön. Also die haben dann noch reingemüsst in die Bestellung. Ja. Also ich bin total happy mit meiner Bestellung. Es gibt noch ein paar Sachen, die ich noch nachbestellt habe, die noch kommen. Und also wir konnten natürlich beim Vorverkauf bestimmte Produkte ordern und jetzt ist quasi der normale Vorverkauf. Der eine Vorverkauf war fürs Onstage, für die Onstage-Teilnehmer. Und das andere ist eben
der normale Vorverkauf. Da gibt es jetzt nur ein paar Sachen, die noch kommen werden, aber ich glaube, da mache ich kein extra Video mehr dazu. Das wird dann einfach so, werdet ihr dann sehen in den Sachen, die ich damit bastel. Das war's jetzt von mir. Um mich herum liegen lauter tolle Sachen und ich freue mich richtig darauf, mit den ganzen Sachen zu arbeiten. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben und ja, gerne kommentieren. Und hoffentlich seid ihr auch schon total gespannt auf die neuen Sachen und yippie! Wenn ihr noch einen Katalog braucht, ich schicke die Kataloge kostenlos an meine Kunden raus. Blende euch jetzt hier oben im i noch ein, wie ihr da hinkommt. Über meine Webseite könnt ihr den Katalog schon mal vorbestellen. Und Mitte Mai bis Ende Mai werde ich die Kataloge dann verschicken. Genau. Ich glaube, ich habe alles gesagt. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi!